Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute zeige ich euch mal wieder ein Thermometer. Und zwar bin ich gefragt worden, ob ich das mal testen möchte. Und zwar ist das Meat It 3 von Orca. Ist ein kabelloses Thermometer und das soll einige Features haben, was andere nicht haben. Ja, und das gucken wir uns heute mal an. Werden es natürlich auch ausführlich testen in einem Stück Fleisch. Aber damit es gleich losgehen kann, packen wir erstmal aus. Geliefert wird das Ganze hier in so einem Pappschuber, das heißt, oben sind hier noch die Sicherheitsaufkleber, damit du es nicht klauen kannst, damit du siehst, dass es auch nicht benutzt ist. Das Ganze ziehen wir dann einmal raus, stellen es beiseite und dann können wir auch schon auspacken. Bedienungsanleitung ist dabei, muss natürlich auch sein. Ja, und hier eine Schutzfolie, die ziehen wir schon mal gleich ab. Ja, und dann kommt das ganze Gerät auch schon zum Vorschein. Das ist es. Das Case, also Ladestation, da haben wir einmal das Thermometer. Ja, und da gehen wir jetzt ins Detail. Und bevor wir uns das Thermometer jetzt im Detail angucken, ziehe ich natürlich erstmal hier den Schnatterzappen raus. Das ist einmal das Gerät zum Laden, also die Batterieunterbrechung. Das ist im Case, bevor es gekauft ist, nicht schon als lädt, denn das Gerät soll vorm Benutzen Minimum eine halbe Stunde in dem Gerät gewesen sein, damit wir es auch benutzen können. Und da wir das jetzt angucken und gleich natürlich auch nutzen wollen, deswegen ziehe ich den jetzt schon raus, damit wir uns das Ganze dann gleich sparen können an Zeit und es gleich einsatzbereit ist. Wie eben schon gesagt, das ist einmal die Ladestation. Wir machen es auf mit so einem schönen Kunststoffdeckel. Das heißt, du kannst es hinlegen, verstauen und bist fertig mit der Nummer. Dann kommen wir gleich zum Thermometer. Das nehme ich erstmal raus, lege es beiseite. Hier haben wir einmal einen Kontakt, da schieben wir es rein, hier rastet es ein und das war es dann auch schon in groben Zügen von der Ladestation. Zwei Features hat es aber dennoch. Wir drehen es noch einmal rum, denn wir haben hier einmal einen Extraktor drin. Wie der nachher genau funktioniert, zeige ich euch, aber ich kann es euch jetzt schon mal in trockener Montur zeigen. Wenn du später mit deinem Garvorgang fertig bist, möchtest das Thermometer entfernen, da ist es ja immer so ein entweder ziehst du Handschuhe an, musst mit dreckigen Grillhandschuhen dran gehen, nimmst die Grillzange zuerst dran rum, aber hier ist mitgedacht worden. Hier haben wir einmal so einen Extraktor, den kannst du wie gesagt nehmen, hängst den später so hier rein und dann kannst du das rausziehen, beiseite legen und abkühlen lassen. Dann im nächsten Schritt können wir hier unten einmal die Schraube lösen. Das geht eigentlich hier mit der Hand. Dann drehen wir die mal kurz raus. Ja, und wenn wir die Schraube dann gelöst haben, können wir einmal diesen Deckel hier wegmachen und da kommen dann unsere Batterien. 3x A-Batterien sind drin, 2 Stück von der Sorte. Die musst du auf jeden Fall haben, damit du das Thermometer selber laden kannst. Ist kein Akkubetrieb in der Station, das heißt, die müssen halt immer getauscht werden. Ist aber wie bei jedem anderen Hersteller eigentlich auch. Ja, jetzt machen wir das Ganze schnell wieder zu, verschrauben ist. Und dann befinden sich auf der Unterseite natürlich nochmal 2 Magnete. Da könnt ihr die Station nehmen. An den Grill haften, wo Metall ist, ob es jetzt, wie gesagt, am Grill selber ist, beziehungsweise am Gestell. Denn es ist wichtig, dass die Station immer in der Nähe beim Grill ist, desto weiter ist natürlich dann auch eure Reichweite. Weil, das müsst ihr euch vorstellen, ist wie ein Sendungsverstärker, das heißt, unser Thermometer, was im Fleisch ist, sendet an die Station und die sendet weiter an euer Handy, das Ganze per Bluetooth. Und so ist es dann halt gewährleistet, dass diese 2 Sachen kommunizieren können und dann weiter zu euch kommunizieren können. Und dann fangen wir mit den Abmaßen an. Wir haben einmal das Thermometer selber, ist 11 cm lang, Durchmesser knappe 6 mm. Also mit diesen Löchern müsst ihr dann in eurem Fleisch leben. Dann kommen wir zum Gehäuse. Wir haben einmal hinten Zirkonium, Keramik, das ist hinten der schwarze Teil und dann vorne Edelstahl. Das Ganze ist auch spülmaschinenfest, IP67. Das heißt, wenn wir es benutzt haben, können wir es in die Spülmaschine geben, brauchen es von Hand nicht reinigen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Feature, was das Gerät hat, was andere teilweise noch nicht haben. Wir haben 3 Sensoren verbaut. Das heißt, wir haben einmal vorne in der Spitze eins, dann mittig von dem Gerät im Thermometer selber. Das heißt, wenn man mal ein bisschen schräger reinkommt, haben wir immer noch 2 Punkte, die er abgreift. Darüber errechnet er sich dann den Wert und dann hast du hinterher noch die perfekte Kerntemperatur. Und ganz klar, hinten haben wir natürlich auch noch ein Thermometer dran, denn dort messen wir unsere Umgebungstemperatur. Die Temperaturzonen sind fast wie bei jedem anderen kabellosen Thermometer auch. In der Spitze können wir Maximum 100 Grad messen.
reicht eigentlich für jeden Job aus, den wir im Grill machen. Und im nächsten Bereich haben wir dann hinten, wo wir außen messen, im Grill haben wir 500 Grad. Da gibt es aber ein Feature, das ist sogar flammentauglich für maximal 2 Minuten. Das heißt, wenn wir später scharf angeln, zum Beispiel über Feuer, die Flammen schlagen dagegen, teilweise bei anderen Geräten kann es passieren, dass es kaputt geht, weil wir dann über diese 500 Grad kommen. Aber das Thermometer hier hat dieses Feature, du kannst halt 2 Minuten max offene Flamme grillen. Das heißt, du könntest es sogar einmal kurz flambieren. Selbst da würde nichts passieren, weil 2 Minuten, wenn man sich das mal hochrechnet, ist schon eine Menge Zeit, was da ins Land geht, wenn da eine Flamme drankommt. Also kann somit nichts passieren. Und das ist einfach nur dem geschuldet, weil wir, ich habe ja eben gesagt, wir haben hinten so eine dicke Schicht an Keramik, dieses Zirkonium. Keramik. Und bei dem Thermometer ist es halt auch so, dass die Elektrik hier in dem vorderen Teil eingebaut ist. Und wenn du das halt nimmst und bis zum Anschlag in dein Fleisch reinsteckst, wird es natürlich gekühlt und du kommst halt nicht höher als deine Kerntemperatur. Deswegen kann da nichts passieren. Ja, und Verwendungsmöglichkeiten gibt es natürlich für so ein kabelloses Thermometer auch genügend. Du kannst es im Backofen nutzen, wir können es in der Pfanne benutzen. Du kannst es ganz normal Grill, Smoker, sowie geht natürlich auch. Das heißt, wenn du dein Fleisch einvakuumierst, machst du vorher das Thermometer rein, vakuumierst das Ganze mit weg. Somit kannst du dann so ein bisschen überwachen, was im Kern an Temperatur ist, beziehungsweise dann weißt du, wann das Vegan so weit ist, dass du halt im Kern deine eingestellte Temperatur hast. Ja, und Roti brauche ich euch nicht erzählen. Für solche Zwecke ist das natürlich auch wie gemacht. Wenn du einen großen Braten an eine Rotisserie laufen hast, nimmst du einfach hier so ein kabelloses Thermometer, machst es rein und schon kannst du damit arbeiten. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, gucken wir uns einmal die App an und nehmen das Ganze in Betrieb. Dazu könnt ihr euch dann natürlich erst einmal die App runterladen. Diese starten wir dann auf dem Handy. Wenn wir das gemacht haben, geht es schon los. Thermometer sollte dabei in der Nähe liegen. Dann drücken wir Start. Dann erzählt er dir, wie das Thermometer ausgestattet ist. Thermometer und so weiter und so fort. Ihr seht es ja selber hier. Im nächsten Schritt haben wir dann unser Wendel, was wir unten rausgezogen haben, was ich gleich am Anfang gemacht habe, weil ihr könnt es hier lesen, hier stehen sogar 15 Minuten, da muss ich mich korrigieren, nicht 30, sondern 15, muss es Minimum laden, damit wir arbeiten können. Ja, vollständige Ladedauer, seht ihr auch hier, knapp 2 Stunden, ja, und dann könnt ihr Maximum 50 Stunden damit arbeiten, weil so gibt es der Hersteller an, 50 Stunden nach einer Vollladung. Ja, dann gehen wir schnell weiter, dann zeigt ihr dir hier die ganzen LED-Geschichten an, die hier drinnen leuchten werden. Hier siehst du es jetzt nicht, weil wir das Thermometer halt in der Ladestation drin haben. Aber das ist ja jetzt erstmal nebensächlich, denn wir wollen es verbinden. So, aktivieren Sie Ihr Thermometer, das heißt, nehmen Sie es aus der Station raus. Das machen wir. Dann leuchtet jetzt hier auch schön die LED. Im nächsten Schritt drücken wir auf Verbinden. Ja, und dann warten wir. Er sucht, wie ihr sehen könnt. Und ich denke mal nach so einer halben Minute oder so, je nachdem, wie es Bluetooth ist. Jetzt will ich mal gucken, ob ich es überhaupt an habe. Jo, habe ich an. Also sollte er das Gerät auch gleich finden, sofern wir genug Saft drauf haben. Und ihr seht, zack, er hat es schon gefunden. Das können wir dann wahrscheinlich einmal anklicken. Ne, wir müssen noch warten. Die Eieruhr läuft. Ah, jetzt sind wir verbunden. Ihr seht es eigentlich ganz einfach. So, jetzt sagt er uns Außentemperatur 29 Grad. Wir klicken es an. Ja, und dann könnt ihr sehen, ist halt schwierig übersetzt. Also was wird gegrillt, gekocht? Okay, wir kochen heute mal. Ich sage mal, wenn wir jetzt sagen Rindfleisch, dann habt ihr Steak, Rippe, Braten, Brust zur Auswahl oder anderes Stück. Ich sage mal, wir nehmen jetzt mal ein Steak und dann hast du hier Bleu, selten, mittel, gekocht, gut durchgebraten und individuell. Ja, ist halt von der Übersetzung her schwierig. Ne? Es ist übersetzt, aber man muss sich halt mit der Fantasie so ein bisschen da reinfuchsen, dass man weiß, was gemeint ist, wie Medium, Bleu oder, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, selten würde ich jetzt nehmen, weil 54 Grad sind, denke ich mal, im Kern optimal. Dann stecken Sie Ihr Thermometer in das Fleischstück rein und drücken Sie Start. Ja, das werden wir tun. Dann haben wir Raumtemperatur, Innentemperatur, ne, und so weiter. Das könnt ihr euch dann mal hier so durchlesen, wenn ihr es selber ausprobiert. Ich gehe jetzt einfach auf Verstanden. Jetzt will er natürlich erstmal wieder, er sagt er uns, Station mit in der Nähe behalten, wie ich es anfangs gesagt habe, damit wir halt bessere Reichweite und halt einen guten Empfang haben. Das haben wir verstanden. Reinige sehr sorgfältig, bevor sich ein 30. Ja, ist klar, es ist meistens gereinigt. So, und jetzt niedrige Lautstärke ist auch klar, weil ich habe meinen Ton aus. Ja, und jetzt berechnet er. Ne? Gehen wir einfach mal auf weiter, weil jetzt kommen die ersten Tipps. Ne? Wir haben jetzt eine Umgebungstemperatur von 33 Grad.
Dann Solltemperatur, habe ich ja gesagt, 54 Grad. Und im nächsten Schritt dann rechnet er uns die Zeit, einschließlich Ruhezeit, wie lange wir brauchen, bis es gart. Aber dazu müssten wir natürlich jetzt erstmal das Fleisch, also ins Fleisch stecken und im nächsten Schritt dann auf den Grill packen. Aber das ist jetzt erstmal auch nebensächlich. Dann sagt er dir zusätzliche Alarme, damit du Bescheid weißt, aber das lassen wir auch erstmal weg. Diagramme könnt ihr aufzeichnen, aber wir machen jetzt einfach mal Standard und okay. So, jetzt müssen wir warten, bis er berechnet hat. Das machen wir aber gleich am Grill nochmal. Ihr habt jetzt nur so gesehen, wie man halt grob in die App reinkommt und wie diese App halt funktioniert. Das tut sie bisher ganz gut. Es ist alles da, was jetzt benötigt wird. Und was ich bei der App auch sehr gut finde, du musst dich nicht vorher mit deiner E-Mail-Adresse, Adresse und so weiter anmelden, sondern du kannst die nutzen ohne diesen ganzen Kram, was bei anderen halt nicht möglich ist. Da musst du erst mit E-Mail-Adresse und so weiter und so fort loslegen. Dann haben wir hier oben nochmal so einen Button, den drücke ich jetzt mal. Das ist halt der Nachtmodus. Das heißt, ihr seht, das hält dann richtig auf. Das heißt, das ist, wenn wir im Dunkeln unten arbeiten und haben keine gute Beleuchtung. Ist beim Handy eigentlich nebensächlich, aber dennoch können wir das Ganze nochmal so richtig hell stellen und dann seht ihr, passt das auch perfekt. Dann stelle ich es wieder um, dann können wir das Ganze erstmal abbrechen. Ja, wollen wir. Ja, und dann mache ich das hier oben erstmal weg und wir gucken, holen uns jetzt ein Stück Fleisch und werden das Ganze dann einfach mal grillen. Also wie gesagt, die App, total einfach. Ihr habt es gesehen, ihr braucht euch nicht großartig anmelden und dann funktioniert das Teil schon. Aber wir wollen das Ganze natürlich jetzt noch in Action sehen. Ich werde jetzt mal ein Steak holen, das werden wir bearbeiten und dann auf den Grill packen. Dann müssen wir natürlich gucken, bevor wir das Thermometer jetzt reinstecken, wo kommen wir am besten rein, weil wie gesagt, es muss bis Anschlag rein. Das heißt, wenn wir jetzt hier so messen, kommen wir schön perfekt in die Mitte, sind auch weit genug vom Knochen weg. Das heißt, wir gehen jetzt hier unten schön mittig rein. Ja, und dann schieben wir es bis zum Anschlag. Ja, und schon ist unser Thermometer da, wo es sein soll. Ich werde jetzt noch so ein bisschen Gewürz ans Fleisch geben und dann gehen wir an den Grill. Am Grill angekommen, nutzen wir heute wieder den Gasgrill. Indirekt ist er eingeregelt, das heißt, wir haben linken Brenner an, rechten Brenner an. Unser Stück Fleisch packen wir jetzt so hier drauf. Holen uns das Ganze rückwärts auf Temperatur und im nächsten Schritt werden wir ihm später nochmal hier auf dem Rost richtig eingeben für die Röstaromen. Dann habe ich die App gestartet, wie eben. Das heißt, wir werden jetzt das Ganze einmal einstellen. Wir haben Rindfleisch, dann wie gesagt Steak. Ich möchte nachher 52, 53 Grad im Kern haben. Das heißt, ich gehe auf individuell, gebe meine 51 Grad an, sage ich mal, die ich haben will, oder ja, doch 51 Grad reichen, und dann, wenn wir es nachher angrillen werden, dann kommen wir auf unsere 54 bis maximal 55 Grad, die ich dann später haben möchte. Dann erklärt er natürlich wieder so und so wie eben. Das ist nichts, klar, in der Nähe stehen wissen wir auch, das wissen wir auch, das wissen wir auch. Ja, und jetzt, wie gesagt, hast du eine Umgebungstemperatur von 50 Grad. Solltemperatur haben wir eine Temperatur von guten 51 Grad, die wir nachher haben wollen. Ja, und jetzt, wie gesagt, steigt das Ganze, wie ihr hier sehen könnt. Ich stelle das Ganze nochmal heller, so rum. Dann seht ihr das Ganze besser. Und ihr seht dann jetzt, berechnet er, wie gesagt, bis er weiß, wir haben jetzt so eine Außentemperatur, die bleibt konstant. Ich habe im Kern das, und dann sagt er uns, was haben wir wie wo im Fleisch. Und da können wir dann, glaube ich, später auch mal genauer reingucken, welche Temperatur wir am Thermometer haben, an der Spitze, an der Mitte. Das heißt, das können wir auch hier drüber auslesen. Jetzt werde ich aber das Ganze so lassen und wir warten einmal kurz, bis wir die Berechnung fertig haben. Dann haben wir unsere Garzeit errechnet laut unserem Thermometer. Ich blende euch das jetzt wieder hier ein, beziehungsweise unserer App. 150 Grad Umgebungstemperatur, Solltemperatur wollen wir 51 haben und bereit mit Ruhezeit ist das Fleisch dann in 58 Minuten. Das heißt, gut eine knappe Stunde hat er jetzt errechnet. Oben seht ihr, Kern wird gemessen. Da haben wir jetzt 4 Grad, das heißt, das ist die Spitze von dem Thermometer. Das kommt auch ungefähr hin, weil das Fleisch war gefroren. Außenrum ist es natürlich wärmer als im Kern und im Kern war sogar noch ein bisschen feste. Das heißt, kommt ungefähr hin mit 4 Grad. Also ich sag mal, das passt. Jetzt können wir das Ganze hier unten nochmal umstellen auf Diagramme. Da seht ihr dann oben, wie lange arbeiten wir jetzt schon damit. Nächsten Schritt hell-dunkel, das habe ich euch ja gezeigt, ist kein Problem. Diagramm, seht ihr die
Steigung von der Außentemperatur bzw. Fleischtemperatur. Ja, und dann könnt ihr unten ganz normal gucken. Da ist der Sensor abgebildet. Wir haben vorne helleres Orange, Mitte dunkel. Links davon haben wir Schwarz. Schwarz ist die Umgebungstemperatur, die mittlere Temperatur. Da haben wir schon 29 Grad. Passt ja auch, weil die Hitze kommt von innen, also von außen nach innen. Und bis wir dann im Kern sind, das dauert. Da haben wir noch 4 Grad, aber ich denke mal, das wird dann gleich auch irgendwann rapide steigen. Und dann irgendwann sind wir dann bei unserer Solltemperatur von 51 Grad. Zeit sind es jetzt noch 57 Minuten. Ja, und danach werden wir das Ganze auf die Flamme donnern. Dann werde ich natürlich noch ein bisschen rumnehmen, das Ganze so ein bisschen flambieren, um zu gucken, ob das Ding auch wirklich flammenfest ist. Für 2 Minuten natürlich nur. Das heißt, ich mache hier keinen Dauerbrand, sondern einfach kurz drüber, gucke, dass die mal kurz die Flamme abgekriegt hat. Ja, und dann sollte das passen. Jetzt haben wir natürlich noch einen Punkt, den wir abgreifen müssen. Das ist halt die Bluetooth-Entfernung. Weil ich habe ja gesagt, die Station muss neben dem Grill liegen. Das tut sie ohne Probleme. Sensor ist drin und von hier sendet er jetzt. Das heißt, ich gehe jetzt mal los, gucke, wann ich die Verbindung verliere. Und dann sage ich euch gleich, wie weit das ungefähr ist, weil der Hersteller gibt gute 90 bis 100 Meter an. Klar, dicke Wände und so weiter kannst du wieder abziehen. Das heißt, geh mal von max 50 bis 60 Meter aus. Aber ich sag mal, wenn du deinen Grill auf der Terrasse hast, bis ins Wohnzimmer, kommst du auf jeden Fall. Das teste ich jetzt. Auch den Bluetooth-Test haben wir gemacht. Es ist also quasi so, wie ich gesagt habe, so 50, 60 Meter durch Wände kommst du auf jeden Fall. Das heißt, von mir bis hoch auf meine Zubereitungsterrasse, dann kommt das Wohnzimmer. Küche ging auch noch und wo ich dann so halb im Flur war, da hat er gesagt, Feierabend, da waren natürlich auch 2 so dicke Wände zwischen. Also von daher 50, 60 Meter mit Wänden dazwischen, die hast du auf jeden Fall. Dann ist es soweit, das Handy hat alarmiert, das heißt für mich jetzt, wir sind fertig. Er sagt uns jetzt im Kern 47 Grad an, wie ihr sehen könnt, vom Herd nehmen bzw. von der Hitzestelle nehmen und wir sollen die Ruhezeit jetzt starten. Da wir natürlich aber jetzt noch eine Kruste drauf machen und die Flammfähigkeit testen, werde ich natürlich jetzt den Grill voll hochdrehen, nehme das Fleisch kurz runter und dann haben wir das Ganze angeknuspert und dann sind wir bei unseren 52 Grad im Kern. Denn wie du siehst, ich gebe ja 51 Grad an, 47 haben wir jetzt. Er berechnet jetzt die Ruhezeit ein, weil wenn du das Fleisch natürlich ruhen lässt, verteilen sich die Fleischsäfte wieder ordentlich drin. Und wenn du das gemacht hast, oder wenn das Fleisch das gemacht hat, dann hast du in der Regel so 2-3 Grad mehr. Also kommen wir wirklich fast mit den 51 Grad hin, die er hier errechnet hat. Jetzt gucken wir nochmal schnell ins Diagramm rein. Ihr seht, zwischendurch haben wir nochmal Zickzack gehabt. Einmal hat er mich gewarnt, ab 165 Grad macht er doof, sagt er, viel zu heiß für ein Steak. Bitte runterdrehen. Dann habe ich einmal kurz den Deckel aufgemacht, ein bisschen runtergedreht, dass es lief. Und dann habe ich es zwischendurch noch einmal gewendet. Das heißt, nach der Hälfte der Zeit, dass die Unterseite nach oben ist und umgekehrt, weil es ja auf dem Gitter liegt, dass wir da auch noch gleichzeitig gleichmäßig die Farbe dran haben, wie wir es haben wollen und dann nicht nur unten dieses Gitter haben. So, dann seht ihr, mittlere Temperatur sagt er jetzt sogar schon 70 Grad, das heißt weiter vorne, ob das nachher beim Anschnitt so einen Unterschied macht, werden wir natürlich sehen. Jetzt bereite ich aber den Grill vor, das heißt, ich gehe jetzt nochmal schnell zurück, klicke hier drauf, dann steht hier vom Herd nehmen, werde das nochmal hellstellen. So, haben wir es sofort vom Herd nehmen, weil jetzt fängt er richtig an zu meckern, seht ihr, weil ich jetzt natürlich noch als weiter die Hitze drauf lasse. Aber ich mache das jetzt erstmal fertig und dann machen wir gleich weiter. So, jetzt sagt er mir, Ruhezeit wäre abgeschlossen, das heißt, wir haben unsere 51 Grad, aber wie ich ja eben gesagt habe, möchte ich Runde 54 bis 55 haben. Das heißt, wir legen es jetzt einmal hier auf den Rost für abschließende Röstaromen. Und wenn wir Glück haben, haben wir so viel Fett, dass es von alleine brennt, aber ich glaube nicht. Das heißt, ich mache erstmal diesen hier und zack, ihr seht, Flammenschlag hinten am Sensor. Bis jetzt zeigt er noch die Außentemperatur an. Das heißt, machen wir nochmal. Ihr seht, oh Gott, es brennt hinten. Also bis jetzt zeigt er noch ohne Probleme an. Und so, jetzt werde ich es fertig grillen und dann sehen wir uns oben. Dann sind wir samt Steak hier oben angekommen. So, jetzt noch einmal App-Verlauf. Wie gesagt, ich blende es euch wieder ein, wie gehabt. 55 Grad haben wir jetzt im Kern. Soweit wollte ich es haben. Das reicht mir auch vollkommen aus. Jetzt werden wir den Sensor natürlich einmal entfernen vom Diagramm her. Seht, da haben wir einmal Spitzen, keine Spitzen. Wir sehen natürlich gleich im Anschnitt, wie es im Kern aussieht. Weil ihr seht ja auch, wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe, vom Diagramm her, weil jetzt misst er natürlich nicht mehr, jetzt können wir nicht mehr ablesen, was wie wo war. Aber wenn man so grob im Diagramm guckt, war natürlich der mittlere Kern
weit über 60 laut dem Ding. So, jetzt stoppe ich die Bildschirmaufnahme mal schnell und dann kommt ihr ran. Ja, und jetzt benutzen wir den Extraktor, der extra dabei ist, um das Ding rauszuholen. Dann brauchen wir es nicht mit dem Finger packen. Das heißt, wir gehen jetzt so hier hinter. Es klemmt sich hier oben rein. Und dann, wenn du es richtig hältst hier vorne, kriegst du es auch ohne Probleme rausgezogen. Du siehst, es klemmt dann hier. Wir können das Gesamt hier rüberlegen und unser Sensor ist erstmal draußen. Ja, und jetzt schneiden wir an. So, dann einfach mittig durch. Ich hoffe, es ist so, wie wir es haben wollen. Aber ich hätte gesagt, von der Farbe her sieht das perfekt aus. Das ist jetzt im Kern und dass er halt außen diese Mehrtemperatur, die seht ihr, du hast einen übergartenen Rand, das ist aber bei so einem Stück Fleisch so. Ja, ich werde uns jetzt ein paar Tranchen runterschneiden und dann werden wir das erstmal essen und dann kommen wir zu einem Fazit. Ja, dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende von diesem Testvideo angekommen. Ihr habt gesehen, wie kommt der Sensor bzw. das Thermometer, was kann er? Ich muss sagen, arbeitstechnisch sehr zufriedenstellend. Es war genau da auf dem Punkt, wo wir es haben wollen oder wie wir es essen. Also bei mir ist es normalerweise 51 Grad, aber bei den Kindern, ihr wisst, wie es ist. Oh, blutig, bla bla bla. Ihr kennt die ganzen Nummern. Vom Verhalten her, ihr habt gesehen, es ist ganz einfach gehalten. Du hast hier ein Thermometer, stichst es rein. Die App ist komplett einfach gehalten, vor allen Dingen ohne Anmelden. Das ist auch so ein Punkt, wo viele immer sagen, oh Gott, warum muss ich mich denn erstmal mit E-Mail-Adresse und so weiter und so fort anmelden? Das musst du natürlich hier nicht. Hier rein und es geht los. Klar, die Übersetzung von der App, ich denke mal, das wird über Zeit immer besser, weil ihr habt ja gesehen, was manchmal drin steht von den Gargraden her. Aber ich sag mal, wenn man da so ein bisschen den Schritt weiter denkt, weiß man, was gemeint ist und kann die ohne Probleme nutzen. Fleischvorgaben habt ihr, aber ihr könnt wie ich jetzt auch individuell eingeben, dass ihr immer die Kerntemperatur habt, die ihr haben wollt. Flammenschutz hat funktioniert. Ihr habt gesehen, ich habe das Ding angesteckt mit Dings, habe es natürlich nur kurz brennen lassen, weil 2 Minuten wollte ich jetzt nicht ausreizen, aber ihr seht, auch das funktioniert. Da braucht man keine Angst haben, wenn man es jetzt über Feuer mal eben gibt ihm. Klar, 500 Grad sind 500 Grad, irgendwann ist auch Schluss, ne? Aber ich sag mal, wenn du jetzt so einen leichten Flammenschlag auf dem Gasgrill hast, beziehungsweise auf dem Kohlegrill und es kommt an den Sensor dran, es passiert da gar nichts, weil wir haben es natürlich jetzt ein bisschen ausgereizt, indem wir hier mit Flüssigkeiten gearbeitet haben, damit es auch wirklich gebrannt hat. Der Extraktor ist natürlich auch so ein Gimmick, wo ich sage, cool. Du kannst dann Zange nehmen, ziehst ihn schnell raus, brauchst halt nicht immer die Grillzange und reißt dran rum. Weil bei anderen Thermometern habe ich schon gehabt mit der Grillzange hinten gezogen, da habe ich hinten den Kopf abgerissen, der Rest ist drin stecken geblieben, da war das Ding hin. Passiert auch, aber das hast du hier nicht, weil hier das klammert sich schön drum. Du kannst es rausziehen, legst es beiseite, lässt es abkühlen, dann packst es so wie wir jetzt, haust es in die Spülmaschine und bist mit der Nummer durch. Also alles in allem kann man das Gerät empfehlen. Klar, Langzeittest muss kommen. Wie lange hält der Akku wirklich? Bluetooth-Entfernung, die ist halt wie bei all solchen Geräten. Das ist halt immer wieder so schwammig. Was habe ich zu Hause? Wie viele Wände habe ich? Das kannst du eigentlich so gar nicht sagen. Angegeben, offenes Feld, 100 Meter. Alles andere wie durch die Wand durch und alles. Klar, zieht natürlich ab. Dann hast du vielleicht nur 40, 50 Meter. Aber für mich von da unten bis da sind es einfach nur knappe 50 Meter reicht vollkommen aus. Wer Bock auf dieses Thermometer hat, weil er sowieso im Begriff ist, sich ein kabelloses Thermometer zu kaufen, dann einfach unten in der Videobeschreibung gucken, da verlinke ich euch den Shop von denen. Und wir haben noch einen Rabattcode von 20%. Das heißt, ihr gebt Grillmeister 20 ein, dann habt ihr 20% gespart auf 99 Euro, was die UVP ist. Also im Shop kostet es 99 Euro, dann nochmal 20% runter. Ich denke mal, kann man machen, gerade wenn man so ein Gerät noch braucht und nicht schon eins hat. Also von daher, guckt einfach unten in die Videobeschreibung, nehmt den Rabattcode, wenn ihr möchtet, wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe das wenigstens noch für euch rausgehandelt, weil wie gesagt, ich habe das zum Testen bekommen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich werde es jetzt nochmal auf Herz und Nieren testen und nach so einem halben Jahr werde ich nochmal so ein Review machen, so als Short vielleicht. So, dann sind wir durch. Ich hoffe, wie gesagt, die Vorstellung hat euch gefallen. Ist dem so, Daumen hoch, freundlichen Kommentar. Ihr kennt die ganze Prozedur. Abonnieren nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.